Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Soda Dungeon 2, Level 298, Level 299. Oder ist gleich einer tot? Wir haben hier theoretisch eine Gruppenheilung. Das ist ganz praktisch. Aber bekommen wir, die ein hohes Level erreicht hat. Den wollten wir mal manuell starten. Die Gruppenheilung. Aber die Dings schon extrem hohes Level erreicht haben. Und 299 auf 300 den ganzen Weg bis Level 300, nur um mich zu sehen. Ihr steckt da zu tief drin, meine Freunde. Ich hoffe, ihr wollt nicht noch mehr, wenn ihr verliert. Mehr. Oh, wisst ihr, Wasser. Scheint mir wie eine Krake oder so zu sein, hä? Ein Hummer also. Ihr macht es schon. Ich glaube, das System, das macht das schon mal schon sehr, sehr gut. Ich meine, ich kann das eh nicht besser machen wahrscheinlich. Piu! Ah, wunderbar, vergiftet. Aber scheinbar hat die das überhaupt nicht interessiert, oder? Wir machen mittlerweile so einen heftigen Schaden. Wir haben noch so viel Mana auf der einen Klerikerin. Oh, ihr kriegt 200 Giftschaden. Vielleicht waren die Meereswortspiele nicht mein bestes Werk, aber beantwortet mir eines. Wer von uns hat gerade seine Freizeit mit einem Kampf gegen einen Hummer verbracht? Hoppla. Und damit sind wir schon mal mit der nächsten Dimension durch. Ich habe dafür gerade mal... Wann war die letzte Folge gewesen? Lass mich kurz gucken. Ich habe dafür gerade mal 2,5 Stunden gebraucht. Witzig. Jetzt kriegen wir da 5 LP dazu. Nice. Plus 3% magische Angriffserhöhung. Die Dieben bekommt plus 1% kritische Trefferchance. Die Jägerin ist Level 10, könnte die Hautfarbe wählen. Und die Dunkelmagierin bekommt Level 8. Bling, 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 bling. Und was haben wir hier schon bekommen? Ein Prismaschalenschild, ein seltenes Schild. Was uns leider alles noch nichts mehr bringt, weil wir eh fertig sind mit dem... Mit der Dimension. Mhm, auch ein interessantes Spiel. Achso, naja, ist ein Idle Game. Es wird immer sehr schnell langweilig. Und vielleicht zu Soda Dungeon ist das was anderes. Ich habe übrigens gesehen, das Spiel gibt es auch auf Steam. Das Problem an Steam ist, ich kann es nicht, wenn ich es im Hintergrund offen lasse, dann farmt es nicht weiter. Hier kann ich es bei BlueStacks die ganze Zeit offen lassen und der farmt weiter, obwohl ich woanders drin bin. Deswegen spielt es tatsächlich in der mobilen Version weiter. So, wir haben 3 Briefe. Hier, das wirst du vielleicht für unseren bevorstehenden Kampf brauchen. Nur wahre Krieger werden das verstehen. Das steht normale Butter. Ja, ich verstehe, dass das streng genommen nicht dein letzter Dungeon-Besuch war. Ich meinte, wenn du mich findest, dann wird es dein letzter sein. Ich denke, das war ziemlich offensichtlich. Eine Kleinigkeit. Wir haben gehört, dass die Dinger schwer zu beschaffen sind und dachten, dass das nützlich sein könnte. Viel Spaß. Hey, danke. Das ist eine Bring-Quest. Alle, die so einen gelben Bubble haben. Kraftschmiede kann jetzt geschmiedet werden. Er kann gekauft werden. Und wir haben noch magisches Pulver gefunden. Sollten wir für den Magier machen. Wir können jetzt auch die Arena bauen. Und zwar, indem ich einfach mal bei dem hier etwas herstelle. Infizierte Schneide. Mhm, interessante Waffe. Bratpfanne. Chance bei Treffern Essen zu erhalten. Essen. Okay. Vampiranzug. Das ist gut. Ich brauche da immer noch das Blut für. Das habe ich immer noch nicht. Hier die Silberbarren muss ich nämlich craften. 2 Stück davon. So, damit kann ich mir jetzt die Arena bauen. Was willst du von mir? Das ist kein Silber, das ist was anderes. Eisenbarren. Dann willst du von mir Eisenbarren haben. Kriegst du. Nimm mal speziellen Kampf teil und trainiere deine Gruppenmitglieder selbstständig zu kämpfen. Nice. Let's go, würde ich sagen. Gucken wir mal in der Arena. Willkommen in der Arena. Nimm einen besonderen Haushalt teil, um spezifische Belohnung zu erhalten. Du kannst auch die Limo-Skripte-Funktion verwenden, um benutzerdefinierte Kampfabläufe für deine Gruppe zu definieren. Du musst die Arena mit 3 Gruppenmitgliedern betreten. Okay, Limo-Skripte. Ein Limo-Skript ist eine Liste von Auslösern, die auf einen oder mehreren Charakteren im Kampf angewendet werden kann. Ups. Wenn jemand einen Antrag für diese Fähigkeit aus, dann wirst du ignoriert, wenn der Charakter die ausgewählte Fähigkeit nicht ausführen kann, obwohl die Bedingung eintritt. Test. 1 Gegner am schwächsten Standardangriff. Also auf den schwächsten Gegner greift, macht der Standardangriff. Ja, genau. Da kann man sich erstmal eine Stunde mit dem Skript beschäftigen.
Ich brauchte Gruppenmitglieder. Jägerin, Dieter, Krankenschwester. Mal kurz ein paar neue Leute hinbringen. Die Diebin. Und ich brauche noch die... Dieter. Die Mystiker. Wir haben noch eine Mission. Bauungsgebäude Arena, danke. Jetzt haben wir nur noch eine Mission, die man 10 Ausrüstungskämpfen teilen. Easy going, kein Ding. Wir haben auch fast 100.000 Gold. Können wir uns damit das kaufen? Dann brauche ich 250.000 Gold, okay. Das heißt, ich kann mir theoretisch das hier kaufen. Aber erst einmal gehen wir zur Arena, würde ich sagen. Die Frage ist, Herausforderer oder Krieger? Herausforderer ist, glaube ich, Holz. Alle Gruppen mit über 3 werden gefeuert und bessere Gegenstände fortfahren. Okay. 50, 5000, 5. Essenz kriege ich dafür, nice. Okay, maximales Level 9. Auf geht's zu 1. Einschmelz ist eine Methode, um beim Schmied schnell Gold zu finden und unerwünschte Gegenstände loszuwerden. Ach, okay. Wir haben einfach mal 130 Leben. Wir haben auf jeden Fall eine Heilerin dabei. Aber wir one-hitten die erstmal alle. Wahrscheinlich jetzt auch 10 Level, oder? Noch halten sie es nicht aus. 50 HP. Ah, der hat ein Schild, ist schon mal ein bisschen mehr. Jetzt haben 2 Leute ein Holzschild, einer ein Hocker. Jetzt haben alle 3 ein Goblin-Schild. Also ich denke mal, die werden so 20 HP gerade haben. Habe ich das gehört. Die Arena, wir sind ja sehr, sehr weit voraus, der Arena. Ja, 10 Kämpfe. Mit dem Wissen, gute Arbeit gedacht, okay. Ah, okay. Jetzt freischalten, was ist das? Nee. Das heißt, alle 2 Stunden können wir die Arena machen. Sehr interessant. Sehr interessant. Oh, der ist immer noch Level 6 gerade mal. Dim. Gut, dann haben wir 100.000 Gold. Wir können mal hier einschmelzen machen. Also 913 Gold, wow. Für unnötige Items. 12 von ihr am Accessoire und von ihr Waffe und Schild. Ah, interessant. Ja. Das heißt, er kann als Behälter 12 Accessoire. Naja, aber einschmelzen ist grundsätzlich doof. Das finde ich tatsächlich grundsätzlich doof. Die Limo brauche ich nicht kaufen. Das bringt nichts mehr. Wir werden uns aber das hier kaufen. Für 75.000. Und gehen damit zur nächsten Dimension. Nun dann, ich nehme an, das war's dann wohl. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in deinem seltsamen kleinen Versteckspiel. Ich hoffe, dass ich hier das richtige Team anführe. Wenn ich nun den Portal repariere, verspürst du keine weiteren Probleme mehr zu verursachen? Klar, kennst mich doch. Und mal gucken, welches schöne Relikt wir jetzt als zusätzliche Auswahl bekommen. 2 kennen wir ja noch. Wir könnten höchstens das eine Goldrelikt nehmen, wenn das dritte jetzt auch nicht mehr so geil ist. Du würdest nicht glauben, wie viele von euch hierher gleichzeitig durchkommen. Und ich spreche zu allen gleichzeitig. Ich wünschte, ich könnte es besser erklären. Es ist so ähnlich, als ob man mit Tausenden von Menschen telefoniert und mit jedem nur ein paar Sekunden am Stück spricht. Oder noch besser, wie ein Computer mit Anfragen umgeht. Aber ich glaube nicht, dass es in den Dimensionen, die du besucht hast, bereits Telefon oder Computer gibt. Ich bin übrigens kein Computer. Das ist ein bisschen übertrieben, wenn ich ehrlich bin. Außerdem mache ich von Zeit zu Zeit Fehler. Niemand ist perfekt, nicht einmal ich. Wie auch immer, genug davon. Das ist neu. Uff. 10% mehr Gold, das wären immerhin 5000 für so eine lange Mission. Oder mehr Mana-Punkte. Boah, das wäre natürlich auch geil. Wir nehmen mal Mana-Punkte mit. Das ist schon, das ist ein heftig großer fixer Wert. Und das hier auch. Plus 0,1 Erzefilm pro Reliquie für die Gruppe. Na okay. Und nun, mein Freund, nähert sich dein Ziel. Wir werden uns erneut treffen. Ja gut, Erz ist jetzt nicht so mein Lieblings-Stat hier, weil ich habe Erze bisher nicht gemacht. Oh, was machst du denn? Hallo? Kannst du bitte von meinem Grundstück runtergehen? Wir machen mal 21 Mana-Punkte dazu. Das ist schon heftig, ne? Ja. Wir haben diese Klassenrelikte immer noch nicht, ne? Wird es noch keine Klassenrelikte. Ich wollte eigentlich 6 von 25 Relikte besiegt. Das heißt, man kann noch ziemlich viele Durchgänge machen. Was möchtest du von mir? Oh, hey. Nun ja, das ist peinlich. Ich
wurde aus dem Dungeon rausgeschmissen. Offenbar gibt es also diesen Typen, der sich selbst der dunkle Herr nennt. Der dunklere Herr. Sehr originell, nicht wahr? Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber es stellt sich heraus, dass er ein noch größerer Idiot als ihr ist als ihr. Also, wollt ihr mir ein wenig aushelfen? So wie ich das sehe, wolltet ihr da sowieso gerade reinplatzen. Zumindest wisst ihr bei mir, worauf ihr euch einlasst. Aber einen dunkleren Herrn herrschen lassen? Oh Gott. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Besiege den dunklen Herrn. 500 Essenz? Holy, das ist viel. Oh ja, ich bleibe genau hier. Man muss auch aufpassen, viel Erfolg. Ah ja. Was hast du wieder? Normalerweise würde ich dich in den aktuellen Dimensionen willkommen heißen und dir die Situation erklären. Aber ich denke, dass dein Freund da draußen darüber jetzt gute Arbeit geleistet hat. Unterschätze nicht den dunkleren Herrn, er ist eine Stufe höher als das, was du gewohnt bist. Danke für die Informationen. Okay. Jetzt haben wir leider nichts mehr. Alles wieder weg. Alles wieder weg. Na gut, wir haben wieder 6 Limo-Junkies. Oh, ich fange mit 3000 Gold sogar an. Was wir können, theoretisch sogar schon. Ja. Ein paar schmeiße ich raus. Eigentlich alle, oder? Ich nehme mit meine Dieben, habe ich noch nicht. Ich nehme erstmal den Schreiner mit, den Bergarbeiter, dann kommt der hier raus. Der hat mir gemeckert, dass ich meinen letzten nicht rausschmeißen darf. Die Krankenschwester, noch eine Krankenschwester, ein Mystiker. Noch ein Mystiker, oder? Ah ja, klar, warum nicht? Let's go. Haben wir was Neues? Ne, wa? 1.000.000, 4.000. Ich weiß nicht, wo ich dieses Fleisch herkriege. Ach, das ist Essen, wa? Brauche ich ein Item wahrscheinlich. Die habe ich übrigens schon auf Level 2. Erlaubt dir die Auswahl der checkerhaltigen Limos anzupassen. Was auch immer das ist. Kostet einfach mal 500.000. Aber gut. Dimension. Oh, was ist das denn? Ach, das sind die kleinen. Hier ist hinten. Hinten links beim Kamin ist der kleine. Der kleine Gobbo. Ja. Ich würde sagen, da ich Arena gerade nicht weitermachen kann, muss ich hier weitermachen. Also, wir haben einfach mal 35 Mana und Co. Ja. Gut. Da würde ich sagen, ich mache einfach durch. Runde 4 oder Level 400. Das wird sicherlich dann bei mir insgesamt einen Tag dauern. Für euch halt, wie gewohnt, jeden Tag eine Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Soda Dungeon 2. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.